Ich glaube, wir haben in den letzten Jahren einen guten Mix gefunden aus eigentlich eher Kleinigkeiten, wie zum Beispiel Sequenz vereinfachen. Also eben dieses Ding, ich habe eine total unübersichtliche, vollgepackte Timeline, möchte die vereinfachen für ein Archiv zum Beispiel oder um damit jemand anders arbeiten kann oder einfach nur nochmal für mich selbst, um so ein bisschen Freiraum, Klarheit zu kriegen. Eigentlich überhaupt nicht spektakulär, aber dann doch ein wahnsinnig wichtiger Effekt, das einfach einmal aufzuräumen, alle deaktivierten Clips zum Beispiel zu löschen, wenn ich das möchte. Das Ganze aussortieren, klar Schiff machen in der Timeline, passiert natürlich in der Kopie der Sequenz. Das Original ist immer noch da. Wir haben angefangen mit dem neuen Untertitel-Workflow letzten März, wo wir einfach nochmal überlegt haben, gibt es nicht einen besseren Weg, Untertitel zu erstellen, bearbeiten, zu exportieren. Und gleichzeitig zu dem Zeitpunkt hatten wir aber auch schon Sprache zu Text in der Beta, also unsere automatische Transkription, und haben dann quasi Schritt für Schritt die beiden Workflows zusammengeführt und im Grunde alles geändert, was mit diesem Untertitelthema zu tun hat, zu einem Punkt, den ich jetzt total sinnvoll finde, den auch glaube ich, viele andere sinnvoll finden, und haben einfach immer, und das ist mir auch besonders wichtig, nochmal wirklich Revue passieren zu lassen, haben viele Features oder eigentlich alle sogar erstmal eine Zeit in der Beta gehabt, manche kürzer, manche länger, und sie dann nach und nach ins Release gebracht, um sie wirklich erst dann rauszukriegen, wenn sie tatsächlich zu 100% fertig sind und natürlich benutzbar sind, was total wichtig ist. Ein total wichtiger Punkt letztes Jahr war natürlich auch die Übernahme von Frame.io. Und klar, da müssen wir noch bei ein paar Dingen ein bisschen Geduld haben, zum Beispiel bei der genauen Integration in unsere Tools oder auch was jetzt die Preisgestaltung betrifft für bestehende Kundinnen, neue und verschiedene Pakete und so weiter. Brauchen wir noch ein bisschen Geduld. Aber es ist auf jeden Fall so, dass aktuell schon die Lösung super gut funktioniert. Wer mit mehreren Leuten zusammenarbeiten möchte oder das muss, je nachdem, und eine bessere Form der Zusammenarbeit sucht als einfach Mails hin und her mit Timecodes und Notizen und so weiter, sondern das direkt im Video zu feedbacken, dann auch wiederum in Premiere direkt weiter bearbeiten zu können, das Feedback gleich zu sehen, das einfach mal auszuprobieren. Es gibt auf jeden Fall auch den kostenlosen Account, den alle ausprobieren können, ist, finde ich, ein total großer Mehrwert und auch jetzt nicht ein riesiges Tool, das ich neu erlernen muss, sondern das ist so selbsterklärend, dass das wirklich gut funktioniert. Ich glaube, für dieses Jahr werden wir eigentlich einen ähnlichen Mix finden wie letztes Jahr. Wir arbeiten natürlich ganz viel am Thema Performance und Stabilität, das ist vollkommen klar. Das ist was völlig unabhängig auch von neuen Features zum Beispiel läuft. Da haben wir Teams, die wirklich nur das machen. Und dann, glaube ich, werden wir Dinge sehen, natürlich wie zum Beispiel Remix, aktuell ja in der Beta, wird dann auch bald in die Release-Version kommen, was mit wenigen Klicks sehr, sehr, sehr viel Zeit spart. Wer schon mal per Hand so einen Song gecuttet hat, es ist unfassbarer Aufwand. Es geht, macht vielleicht auch ein, zweimal Spaß, aber es ist wahnsinnig viel Aufwand. Sowas einfacher zu machen, ist ganz groß auf der Liste. Und dann auch so Kleinigkeiten, wo wir einfach sehen, da gibt es irgendwie einen Prozess, der könnte einfacher sein, der könnte sinnvoller sein. Und dann zu sagen, wir packen neue Sachen in die Beta, gucken, was ihr da draußen, was die Leute sagen, und machen dann Entscheidungen, was wir wann, wie, in welcher Form ins Produkt bringen. Um einfach sowohl bestehende Sachen besser zu machen, als auch neue Sachen zu liefern, als aber auch zu gucken, wie schaffen wir es, dass Leute, die noch nie und dann zum allerersten Mal Premiere aufhaben, sich zurechtfinden müssen, dass das klappt, dass aber auch Leute, die seit 20 Jahren oder 30 Jahren Film und Video schneiden, dass es immer noch ihr Produkt ist, ihr Programm ist, in dem sie sich zurechtfinden und in dem sie auch alles finden, was sie brauchen, was uns total wichtig ist.